Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo, Männer. Ich habe heute mal zwei Lampen gekriegt. Ich habe von denen schon öfters mal welche gehabt. Hab aber nie wirklich, keine Ahnung, Bock gehabt zu gucken, was da los ist und so. Ja, jetzt hatte ich mal ein bisschen Langeweile jetzt über die Feiertage und dachte mir, komm, jetzt guckst du mal da rein. Als allererstes, den einen oder anderen wird bestimmt interessieren, wie man so eine Lampe zerlegt, ohne die kaputt zu machen, sage ich mal. Ist gar nicht mal so einfach. Also wenn euch das interessiert, bleibt dran, wenn nicht, es gibt doch ein bisschen vor. Also das wichtigste in den Ziel ist hier so ein Puppenstubenschraubenzieher, dass ihr diese Kappe hier raushebeln könnt. Ne? Also das ist dann, wenn das jetzt noch nicht zerlegt wäre, ich habe jetzt keinen Bock, die zu zerlegen, weil eventuell der Fehler, brauchen wir sie wahrscheinlich gar nicht zerlegen. Ich stecke es jetzt mal nochmal hier rein. Dann ist der Trafo hier drin, die Kabel würden jetzt hier rauskommen und sind hier angelötet, die habe ich runtergelötet. Und ja, dann ist hier diese weiße Kappe. Ihr seht, das ist eine kleine Scharte, da habe ich mit dem Schraubenzieher rein und habe die Kappe abgehebelt. Und dann könnt ihr das hier hinten eigentlich hoch dran lassen. Wenn ihr es unbedingt abhaben wollt, nehmt ihr eine Rohrzange und tut hier vorsichtig so hebeln jetzt. Also hier drücken und wieder ein Stück drehen, drücken, dass das hier langsam sich hier raushebelt. Ne? Also hier so in etwa. Ist natürlich nicht ganz so einfach. Vorsichtig machen, das reißt gerne mal ab. Ja, und das war im Endeffekt schon vorne hier halt die Schrauben raus. Das ist klar. Die zwei könnt ihr in dem Fall jetzt drin lassen, weil bei der habe ich einen Fehler gefunden. Und zwar ist es ganz einfach. Mal gucken, ob man das auf der Kamera so schon sieht. Warte mal, welche war es denn jetzt? Ja, die hier. Seht ihr das? Die ist locker. Hier ist einfach der Lötpunkt ab oder weiß ich nicht. Also hier kann ich easy peasy eine Verbindung reinmachen. Also ich löte das mal nach. Wenn nicht, mache ich hier eine kleine Verbindung rein und hat sich das erledigt. Dann sind die wieder in Reihe und dann funktioniert es wieder. Ich habe es mit dem Labornetz einzeln getestet. Könnt mit 2-3 Volt ungefähr bin ich drauf gegangen und dann am Ende mit 12. Und ja, funktioniert jetzt. Ich kann es euch nochmal mit dem Multimeter kurz zeigen. Also wenn wir jetzt, wenn ich jetzt hier drauf gehe, ist nichts. Wenn ich mit dem Finger. Ach nee. Ah, das ist LED. Warte mal. So. So. Rüber. Kontakt. Kenner. Na, ihr hört's. Ja. Ich werde die jetzt mal nachlöten und dann gucken wir, ob die wieder funktioniert. Ja, das Klebeband habe ich noch abgemacht, ne, weil ich dachte, die Schaltung ist irgendwie kaputt, aber da sehe ich nichts, sieht gut aus. Ja, dann einfach noch wieder zusammenfummeln. Das Schwierigste wird jetzt natürlich hier die kleinen kurzen Kabel hier reinkriegen, hier wieder anlöten, aber im Notfall tue ich mir die ein bisschen verlängern, löte die hier ab, verlängere die, mache das Klebeband wieder drunter. Und deswegen dachte ich mir, jetzt gucken wir einfach mal die schnell zusammen. Da habt ihr gleich mal gesehen, wie man oben das abschraubt hier. Na gut, das ist ein Hexenwerk. So, und dann haben wir hier die LED, die bei der kaputt ist. Oh, die ist hier aber fest. Okay, hier ist eine Verbindung. Ne? So können wir das dann, so können wir das dann hier auch machen. Okay. Hier scheint was anderes zu sein. Na gut, ich werde die erstmal zusammentüdeln und dann gebe ich hier mal auf die externen Strom drauf, um mal zu gucken, ob die LEDs überhaupt noch gehen. Jawohl, das können wir auch schnell zusammen machen. Das ist alles markiert, Plus und Minus. Ich habe jetzt mal 3 Volt, LED 1 geht, LED 2 geht hoch. Die LEDs sind wieder mal nicht kaputt. Was kriege ich denn die blöde Kugelklemme nicht an? Nummer 3 geht auch. Okay, hier sind die LEDs in Ordnung. Die Verbindung scheint auch in Ordnung. Also ist hier wahrscheinlich irgendwas mit der Vorschaltung. Ich bastle jetzt die erstmal wieder zusammen. Und dann gucken wir hier mal rein, was hier los ist. Geht irgendwie nicht. Scheiße. So, ich habe jetzt den Fehler bei der gefunden. Und zwar hatte ich die
Plus- und Minusleitung hatte ich einen Kurzschluss drin. Oh nein. Ich habe den jetzt beseitigt. Ich hoffe, die Vorschaltung hat jetzt keinen weg. Kann natürlich sein, dass es jetzt komplett Schrott ist. Und sollte sie jetzt gehen, kleben wir das dann hier hinten noch ein. Ich probiere es jetzt erstmal und mal gucken. Oh, geht wieder, Atze. Gut, war mein Fehler. 0,9 Megapenis. Jetzt wird jetzt gerade mal mit Leichtstrom getestet, an der Labornetze geht so. Okay, 230 geht's nicht. Das K ist ein bisschen rausgedrückt, ja. Ich habe jetzt mal den Conti gewechselt, ist jetzt leider ein bisschen größer. Kann sein, dass man das Ding durchbrennt. 4,7 gehört rein, das ist jetzt ein 6er. Ich habe leider nicht genau den passenden. Ja, mal gucken, ob alles explodiert. So, ich habe es wieder zusammengebaut, die zweite jetzt. Mal gucken, wenn es explodiert, geht es in die Richtung. Erstmal geht's. Alles wieder an. Okay. Geht erstmal wieder. Da würde ich sagen, da baue ich die wieder ordentlich zusammen. Da muss ich hier das Klebeband muss ich noch neu machen, obwohl das so wichtig ist. Naja, wir machen es mal wieder rein, lieber. Und ja, da haben wir die zweite eigentlich repariert. Dann kann es sein, dass bei der anderen, bei der hier, weil das sieht, da konnte die auch so ähnlich aus. So ein bisschen. Ich ist einfach nur, da kommt die kaputt. Wobei die hat noch geblinkt, die macht ja, der macht ja gar nicht mehr. Gut, wenn der absolut Schrott ist, aber. Na, mal sehen, ich probier's mal. Ich guck mal, ob ich noch einen Conti hab. 4,7 soll er haben. Mal gucken. Testet schon ziemlich lange. 4000. Dann müsste ja eigentlich noch gehen, ne? Wird's bei dem nicht der Conti sehen. Jetzt teste ich mal den anderen nochmal. Zum Vergleich. Okay, der hat noch 25. Der ist definitiv Schrott. Aber der geht noch. Siehst, hier ist noch irgendwas anderes kaputt bei der Schaltung. Der ist stumpf. Weil ich finde es nämlich nicht. Schon wieder durch. Man kann auch sehen, dass die Wicklung durch ist. Ja, keine Ahnung, ich werde es jetzt an der Stelle mal gut sein lassen. Vielleicht hat der ein oder andere noch einen Tipp von euch. Zwei habe ich ja jetzt wieder hingekriegt. Die gehen wieder. Zwei hatte ich gekriegt, die habe ich noch gefunden. Die dritte, ja, 100% repariert und eine ist noch übrig. Ja, moin. So gehört sich das. Nee, also der Conti ist nicht hier. Und ja, keine Ahnung, was jetzt hier noch ist. Jetzt noch, wie gesagt, der Travo. Und dieses ominöse Bauteil hier, warte mal, das hatte ich glaube ich schon mal weggedrückt. So, 13003 minus 72 ALJ würde ich sagen. Warte mal, ich habe jetzt ein bisschen mit dem Messer reingekratzt. Also ich würde sagen 13. Ja, da sehen wir es, 13. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock weiter zu gucken. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Haut es mal in die Kommentare. Ich packe die Lampe hier mal in die ganzen Teile in eine Kiste hier rein. Und wenn dann wieder mal eine kaputt geht, gucke ich mal, was ihr geschrieben habt, was hier noch sein könnte. Gut, der Gleichrichter könnte noch kaputt sein. Ne? Das könnten wir schon mal noch testen. Aber wie gesagt, irgendwie kommt ja gar nicht mehr raus. Vielleicht ist einfach nur das Ding hier kaputt, ne? ALJ. Naja, gut, so soll es erstmal gewesen sein, weil bald kommt ja die Jungs, ich muss hier zusammenräumen, ich muss hier Platz machen, ich kann jetzt hier nicht länger weitermachen. Ich hatte gehofft, der Conti ist es jetzt, der ist es aber nicht. Bis später.